Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Heute habe ich ein paar Witze über Türken am Start. Viel Spaß! Warum lassen sich jugendliche Türken ein Oberlippenbart wachsen, damit sie mit dem Ausweis ihrer Mutter in die Disco kommen? Was bleibt übrig, wenn man einen Türken verbrennt? Ein Goldzahn und ein Mercedes-Schlüssel. Was macht ein Türke beim Fußball, wenn er eine Ecke bekommt? Er eröffnet einen Dönerladen. Was macht ein Schweizer, ein Türke und ein Tscheche in einem Puff? Der Schweizer vögelt, der Türke putzt und der Tscheche wartet auf seine Frau. Ein Türke läuft mit einem jungen Affen durch die Stadt. Er will in eine Bäckerei. Da er das Tier nicht mit reinnehmen darf, fragt er eine junge Frau vor dem Geschäft, ob sie auf den Affen aufpassen würde. Sie macht das gerne und spielt mit dem Äffchen. Kommt eine ältere Dame vorbei und fragt die junge Frau, von wem haben Sie den denn? Sagt die junge Frau, den habe ich von einem Türken, fragt die ältere Dame. Und das hat man auf dem Ultraschall nicht gesehen? Was heißt Alice im Wunderland auf Türkisch? Ayşe im Aldi. Schon geil, wenn ein Türke im Supermarkt das Wort für Huhn nicht weiß und dann mit dem Ei zur Kasse geht und fragt, wo Mama? Was ist eine Kakerlake in einer Zündholzschachtel? Ein Tamagotchi für ein Türkenkind. Was macht ein Türke in der Wüste? Staubsaugen. Was macht ein Türke in der Uni? Er putzt. Woran erkennt man eine türkische Domina? Am Lederkopftuch. Heute einen Türken im Park mit Sandalen und weißen Socken gesehen. So langsam klappt es ja mit der Integration. In der Schule steht das Fach Deutsch an. Die Lehrerin fragt den Türken Hasan, bilde bitte einen Aussagesatz. Hasan, mein Vater hat eine Dönerbude. Die Lehrerin, sehr gut, bitte bilde jetzt einen Fragesatz. Hasan, mein Vater hat eine Dönerbude, weißt du? Ein Christ trifft einen Türken mit einem Hund, Pferd und einer Ziege. Fragt der Christ, darf ich mit dem Hund reden? Sagt der Türke, nein, der Hund kann nicht reden. Da fragt der Christ den Hund, und wie geht es dir? Der Hund antwortet ihm, ganz gut, er füttert mich und geht zweimal raus mit mir. Der Türke völlig verdutzt. Da fragt der Christ, darf ich mit dem Pferd reden? Der Türke, Pferd kann nicht reden. Der Christ fragt trotzdem das Pferd, und wie geht es dir? Das Pferd antwortet, es geht mir gut, er bürstet mich und ich habe immer was Schönes zum Essen. Der Türke bekommt seinen Mund nicht zu. Da fragt der Christ, darf ich mit der Ziege reden? Da schreit der Türke laut auf, die Ziege lügt, die Ziege lügt! Hast du gewusst, dass die Türken die nettesten Leute auf der Welt sind? Sie kommen immer mit 10 Leuten und fragen dich, ob du ein Problem hast. Ein Russe geht in eine Kneipe mit einem T-Shirt, auf dem steht, Türken haben 3 Fehler. Kommt ein Türke und fragt, ey, was soll das? Sagt der Russe, das ist euer erster Fehler, ihr seid zu neugierig. Da holt der Türke seinen Bruder, ey, willst du dir eine fangen? Der Russe, das ist euer zweiter Fehler, ihr seid zu ungestüm. Nach einem Glas Wodka verlässt der Russe die Kneipe, da warten 5 Türken mit gezogenen Messern auf ihn. Sagt der Russe, das ist euer dritter Fehler, ihr geht mit einem Messer zu einer Schießerei.